Freeport McMoRan, das wird heute das Thema sein. So, hier steht schon, Freeport foremost in Copper, überwiegend in Kupfer, kurz und knapp steht schon da. Und das Ding werden wir uns heute also anschauen, charttechnisch und fundamental. Und damit herzlich willkommen und hi zu einer neuen Analyse. Hallo. So, erstmal kurz zur Namensherkunft, ja, Freeport McMoRan, das ist ja richtig hier, das ist jetzt hier nicht so gerade ein ganz einfacher und kurzer Name, ne? So, da kommt einmal, hier spielt diese Stadt Freeport oder der Ortsteil Freeport hier eine Rolle, hier südlich von Houston in Texas gelegen. Ja, das spielt also bei dem Namen Freeport McMoRan eine Rolle und dann sind noch hier drei Herren, die hier den Namen noch hier zum Namen noch beitragen. Das ist also Ken McWilliams, daher kommt das Mac. Dann Jim Bob Moffett, daher kommt das Mo. Und Mac Rankin, daher kommt dann das RAN da hinten noch dran. So, jetzt haben wir das auch geklärt. Ist ja durchaus wichtig, dass man weiß, wo da die Namen da herkommen. Ja? Finde ich zumindest nicht sehr unwichtig. So, hier mal die wichtigsten Industriemetalle. Ja, weltweite Produktion 2021 in Mio-Tonnen. So, da haben wir also Kupfer an vierter Stelle. Und zwar werden da 21 Millionen Tonnen Kupfer jedes Jahr hier aus der Erde geholt. Ja, das viertwichtigste Industriemetall nach Eisenerz, Aluminium und Chrom und noch vor Zink. Okay, so, hier haben wir die Top 10 Rohstoffförderer 2021. An erster Stelle ganz klar, mit ganz großem Abstand, Glencore. Ja, das ist aber jetzt nicht nur ein Förderer, sondern auch ein, der eben auch mit Rohstoffen auch stark handelt. Ja. Marketing betreibt. Deswegen ist der Vergleich jetzt hier vielleicht ein bisschen hinkend, weil da eben noch viele Umsätze dabei sind, die einfach nur durch Handelsgeschäft entstehen. So, dann haben wir hier an zweiter Stelle ist ein Chinese, Jiangxi Yangtze Copper, dann an dritter Stelle ist BHP, dann kommt Rio Tinto, dann kommt Vale, dann kommt wieder ein Chinese, China Shenhua Energy, dann kommt Anglo American. Dann kommen wieder zwei Chinesen, Jiangxi Mining Corporation und China Coal Energy. Und dann letztendlich an Platz 10. Auf Platz 10 kommt dann Freeport McMoRan. So, mit circa, wie viel sind das irgendwie? 20 Milliarden US-Dollar Umsatz insgesamt. Ja. Jetzt habe ich mal den Kupferanteil jeweils herausgerechnet, also der Kupferanteil am Umsatz von den einzelnen Unternehmen hier. Ne? Da haben wir jetzt hier Glencore ist der Kupferanteil 32%, BHP 25%, Rio Tinto 15%, Vale 11%, Anglo American 21% und Freeport McMoRan sage und schreibe 78% Kupferumsatzanteil. Ja, und zwar 2021 habe ich das immer hier ausgerechnet. So, kann man also sagen, tatsächlich ist Freeport McMoRan wirklich eine ziemlich astreine Kupfergesellschaft, würde ich sagen. Ja. Die anderen hier sind keine astreinen Kupfergesellschaften. So, ein Factsheet zu Freeport McMoRan, ganz schnell. Nummer 10, Rohstoffunternehmen, Sitz in Phoenix, Arizona, USA. Das ist diese Stadt hier. Die Stadt ist, glaube ich, potthässlich, würde ich sagen, ja, aber das Umland hier ist gar nicht mal so schlecht. Phoenix in Arizona in den USA, Gründung 1912, Geschäftsfelder Kupfer, Gold, Molybdän und zwar sprechen wir hier von 12 Minen. Mitarbeiter ca. 25.000, Umsatz 22,8 Milliarden US-Dollar, Nettoergebnis 4,3 Milliarden US-Dollar, führt zu einer Umsatzrendite von 19%, die sich also durchaus hier sehen lassen können. Phoenix, Arizona, hier liegt das also hier, ne? Hier etwas östlich von Los Angeles im Bundesstaat Arizona. Okay, so, jetzt schauen wir uns mal hier die Minenverteilung an. Ja? Wir haben also gesagt 12 Minen, da haben wir jetzt hier also 9 Minen sind hier in den USA, ja. Die sind also hier gelegen, also Colorado sind 2 Minen, New Mexico 2 Minen, Arizona sind 5 Minen. Dann Südamerika haben wir 2 Minen, nämlich in Chile eine und in Peru eine. Das sind jeweils Kupfer- und Molybdänminen. Ja, und in Indonesien gehört da größtenteils zu Asien, aber ein Teil gehört auch zu Australien. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob das jetzt hier noch Asien oder auch schon Australien ist. Deswegen habe ich beides hier hingeschrieben. Ja, muss immer präzise sein. Also in Indonesien liegt also eine Mine und da wird also Kupfer und Gold gefördert. So, jetzt schauen wir uns mal kurz die Geschäftsfelder an. Haben wir ja schon gesagt, also überwiegend hier 78% ist Kupfer.
Dann haben wir hier noch, was ich, ungefähr 10-12% Gold. Dann haben wir noch einen kleinen Anteil, vielleicht 5% Molybden. Und dann noch sonstiges Molybden. Das sieht also hier so aus. Das ist also hier auch so ein glitzerndes Metall. Ja, sieht so ein bisschen aus wie Silber, würde ich sagen. Okay, so die Umsatzregionen sind also hier gleichgewichtet, beinahe Asien, Nordamerika und Europa beinahe gleichgewichtet. Und dann haben wir hier noch einen Teil sonstige, Südamerika und Afrika sind also fast kaum erwähnenswert, würde ich sagen. Ja. So, jetzt schauen wir uns nochmal an, wo sich hier Freeport McMoRan auf unserer Industriekostenkurve, die wir ja kennen, hier bewegt. Ja, da haben wir hier jetzt, das ist die Kostenkurve, das heißt also jetzt hier die Kosten pro geförderten Kupfer nach Pfund jetzt. Ja, das ist eigentlich dann auch egal, Hauptsache man weiß, wie hoch da die Kosten sind für die Förderung, ja, im Durchschnitt jetzt. Ja, und die, da gibt es eben jetzt günstige Minen, ja, die das Kupfer eben sehr günstig fördern. Ja, und dann gibt es eben ganz hier hinten sind dann sehr teure Minen, die das Kupfer also dann sehr teuer aus der Erde holen müssen. Ja, wahrscheinlich dann unter Tage und so weiter. Ja. So, dann haben wir hier Freeport, bewegt sich hier jetzt im kostengünstigen Bereich. Davor ist noch Vale und davor wäre noch Sasan Copper. Und dahinter kommen dann Anglo American zum Beispiel. Und die BHP, ja, die sind hier deutlich noch teurer als die Freeport McMoRan. So, wenn du Interesse an Wirtschaft hast, ja, ich habe tolle Kurse gemacht, guck doch mal rein. Ja. Hier, du findest also links im Anhang Wirtschaft, Speed und Deep Dive zum Beispiel, finanzielle Intelligenz, Controlling und Börsenstrategie, EMA 200 ist auch noch dabei. So, wir machen weiter mit Umsatz und EBITDA von Freeport McMoRan. So, hier sehen wir also jetzt den Umsatz. Die Umsatzentwicklung 17, 18, 19, 20, 21 ist also hier jetzt 18 auf 19 gesunken, 19 auf 20, dann Corona in etwa gleich geblieben und dann wieder extrem angestiegen im Jahr 2021. Der EBITDA folgt dem Ganzen also parallel, da gibt es also nichts Auffälliges. So, und dann fragt man sich vielleicht, warum das hier jetzt so ist. Ja, dann muss man eben sich die Kupferpreisentwicklung angucken. Ja, und Kupfer ist eben 18, 19 hier auch schon. Der Kupferpreis ist hier eben auch schon gesunken. Deswegen hier auch schon der Rückgang vor der Corona-Krise. Ja, der Kupferpreis war dann hier, das Minimum war dann hier Corona natürlich und ist dann eben sehr, sehr stark angestiegen und deswegen auch hier wieder diese Anstiege. Also folgt also mehr oder weniger relativ gut eigentlich dem Kupferpreis das Ganze. Ist ja auch nicht erstaunlich, ne, wenn man hier jetzt 78% Umsatzanteil Kupfer hat. Okay, so das Nettoergebnis, das sieht so ähnlich aus, ja, läuft parallel, wobei es hier im Jahr 2019 tatsächlich zu einem negativen Ergebnis kam. Ja. Das müssen wir auch mal so festhalten. Okay, so, dann schauen wir uns mal den Aktienkurs von Freeport X 2006 an. Der sieht eben so aus. Ja, ein Rauf- und Runtergezuckle, ja, so kennen wir das von den Rohstoffkonzernen. So, da würde ich jetzt sagen, das sind jetzt hier zwei Marken erwähnenswert. Das ist einmal die also eine Oberkante einer Range, das ist bei 45 und die Unterkante der Range ist bei 5. Ja, und da zwischen, da pendelt der Kurs so hin und her. Ja. Und zurzeit ist er eben ziemlich nah hier oben an der Oberkante der Range. Also das ist jetzt hier eine gerade relativ kritische Situation. Ja. Ich würde jetzt strategisch würde ich sagen, okay, ich würde einsteigen, wenn jetzt der Kurs wirklich die 45 ganz, ganz deutlich überschreiten sollte, also schon in Richtung 50, 55 und dann nochmal einen Rücksetzer machen sollte auf die 45, was vielleicht irgendwann mal der Fall sein wird, keine Ahnung, dann würde ich hier auf jeden Fall long einsteigen, ja, über der 45. Ansonsten würde ich, wenn der Kurs an die 45 wieder herankommt, von Süden her, ja, jetzt sind wir hier gerade hier, wenn er also hier wieder hochlaufen sollte und dann abfallen sollte, würde ich da eventuell sogar short gehen mit einem Short-Knockout-Schein oder sowas oder einem Put-Optionsschein. Und dann würde ich warten, bis er wieder irgendwann mal auf die 5 zurückkommt. Ja, da muss man ein bisschen Geduld haben halt. Ne? Aber das ist bei Rohstoffkonzernen, da muss man wirklich aufpassen auf das Timing. Ja? Also da mittendrin hier einsteigen, das bringt gar nichts. Entweder hier unten bei der 5 long oder hier bei der 45 short oder über der 45 eben long. Da muss man wirklich Geduld haben, ja, nicht einfach irgendwie reinspringen. So, und dann haben wir hier nochmal
habe ich hier nochmal jetzt hier den 5-Jahres-Chart hier von Freeport hier mal raus, ja, rauskopiert und dann hier den Kupferpreis dazu. Ja. Wie immer gesagt, 78% ist Kupferanteil und da sehen wir eben, dass wie der Kurs hier insgesamt hier den Kupfer sehr, sehr schön folgt, nämlich hat gemacht seit der Corona-Krise, war das glaube ich hier, ja, das war Corona. Das Corona-Tief bis zum dann nächsten Hochpunkt hat das dann 800% zugelegt, ja, wobei das Kupfer nur ein bisschen mehr als 100 gemacht hat. Ja. Vielleicht ein bisschen mehr oder circa 100. Ja. Also Kupfer circa 100 hat Freeport das Achtfache davon gemacht. Ja. Deswegen hier ein großer Hebel. So, ich habe nochmal eine Volatilitätsanalyse gemacht. Ja. Da habe ich hier nochmal die letzten 5 Jahre genommen von dem Aktienkursverlauf. Dann habe ich jedes Jahr den Kursmittelwert so Daumen mal Pi geschätzt, ja, und dann diese 5 Werte dann addiert und durch 5 geteilt, also den Mittelwert gebildet insgesamt, das sind dann 20,5. Und dann ist Freeport von 20,5 nach oben und 119% geschwankt, ja, das ist diese Spitze hier und nach unten hin minus 75%, das ist dieses Tiefpunkt hier. So, das Kupfer hat gemacht im selben Zeitraum plus 47 nach oben und minus 37 nach unten, also Freeport das schwankt hier deutlich stärker hier als Kupfer. Mehr als doppelt nach oben hin, ja, und nach unten hin auch. Also schwankt doppelt so viel wie Kupfer. Und dann habe ich hier das Ganze nochmal für Sasan Copper gemacht. Zum Beispiel, ja, das ist 60 nach oben und 50 nach unten. So, jetzt nochmal diese Unternehmen hier nochmal, ja, und zwar nochmal hier die einzelnen Kupferanteile. Jetzt nehmen wir mal aus diesen 10, nehmen wir mal die mit den größten Kupferanteilen dann heraus und vergleichen die jetzt sozusagen mal mit Freeport McMoRan, ob wir da vielleicht ein bisschen schlauer werden. So, da haben wir hier jetzt erstmal, da kommt dann erstmal Glencore, BHP und Rio Tinto, glaube ich, nee, Anglo American habe ich hier, genau. Die drei, 32, 25 und 21, die habe ich jetzt hier nochmal verglichen mit Freeport McMoRan. Ja, vielleicht kann man da noch irgendwie schlauer werden, weiß ich jetzt nicht. Okay, also wenn man jetzt mal die beiden Referenzpunkte nimmt, also dann das Corona-Tief und dann das darauffolgende Hoch als jeweils als Referenzpunkte, dann hat Freeport gemacht 800%, Glencore 500%, BHP 200 und Anglo-American 400. Also da würde ich sagen, Freeport McMoRan auf jeden Fall hier am deutlichsten hier die Steigerung. Ja. So, jetzt muss man aber sagen, wenn man sich von diesen 4 nochmal die langfristigen Charts anguckt, sind die alle oben an der Range-Oberkante, mehr oder weniger hier oben. Ja. Die haben alle hier Range-Oberkanten. Ja. Und da sind die jetzt gerade alle. Also da wäre ich jetzt vorsichtig mit irgendwelchen Einstiegen im Long-Bereich auf jeden Fall. Ja. So, dann nehmen wir noch hier Rio Tinto und Vale. Ja, das sind dann nochmal die beiden hier, Vale und Rio Tinto, 11 und 15%, die auch nochmal hier im Vergleich. Ja, dann haben wir hier wieder Freeport 800%, Rio Tinto 100% und Vale 200%. Also Freeport meilenweit hier vorne, ja, wenn man jetzt hier im Long-Bereich irgendwas hier kupfermäßig jetzt handeln will, dann würde ich auf jeden Fall Freeport McMoRan nehmen, ja, auf jeden Fall. So, dann schauen wir uns das Ganze nochmal hier langfristig an, ja, das sind auch hier, Freeport ist oben an der Range-Oberkante, Rio Tinto ist beinahe oben an der Range-Oberkante, das Einzige, was jetzt nicht an der Oberkante ist, das ist Vale, ja, aber würde ich jetzt Vale hier kaufen, ich glaube, Vale würde ich da jetzt auch nicht unbedingt kaufen. Ja. Also wenn dann unten bei der 6 oder irgendwie warten, bis es an die Oberkante kommt, hier ganz oben rauf und dann shorten, aber da würde ich jetzt nichts machen. Also ich würde die Füße stillhalten, aber wenn ich jetzt irgendwie die Wahl hätte zwischen Kupfer handeln, ja, und ein Unternehmen, welches Kupfer fördert, handeln, würde ich auf jeden Fall ein Unternehmen, welches Kupfer fördert, dem Kupfer vorziehen. Nämlich würde ich dann Freeport McMoRan auf jeden Fall hier deutlich nehmen im Kupferbereich. Okay, so, das soll es dann hier für heute gewesen sein. Vielen Dank, tschüss, ciao und servus. Goodbye.